Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meiner Atari-Reihe. Ich habe in meinen Falcon mal wieder eine kleine Modifikation vorgenommen. Und zwar hatte ich ja schon in meinem letzten Video angedeutet, dass mich der interne Lüfter immer noch ein bisschen gestört hat von der Lautstärke her. Den Einkrachmacher, das externe SCSI-Laufwerk, das bin ich ja jetzt losgeworden, weil ich da diese Compact-Flash-Lösung eingebaut habe. Nur der interne Falkenlüfter, der originale, der hat mir immer noch zu viel Radau gemacht. So, und da habe ich jetzt eine Modifikation vorgenommen und mir einen neuen Lüfter eingebaut. Und zwar ist das, ich lege die Packung mal hier hin. So, mal sehen, kriege ich das mit der Kamera eingefangen? Jawohl. Das ist einer von Noctua. Die sind ja aus dem PC-Sektor bekannt für ihre Gehäuselüfter und Kühlkörperlüfter. Und die bieten halt auch Lüfter im 40 mm mal 10 Format an. Das heißt 40 breit, 10 mm hoch. Also sprich genau das, was der Falcon jetzt auch schon drin hat. So, das Einfachste wäre natürlich gewesen, den alten Lüfter rauszunehmen und den an die neuen an die Stelle einzubauen. Nur das wollte ich vermeiden, weil ich das Teil nicht wieder komplett auseinanderschlachten wollte, weil die Abschirmbleche rauszureißen, da könnte ich Atari heute immer noch in allerwertesten treten. Das haben die echt so geschickt hingekriegt alles. Deswegen habe ich mir eine Modifikation überlegt, um den Lüfter mal woanders hinzubauen. Und bevor ich euch das zeige, wollte ich mal euch zumindest mal versuchen, die Geräuschkulisse, die jetzt der Falken von sie gibt, mal einzufangen. Deswegen werde ich mal mit der Kamera relativ dicht ans Gehäuse gehen und mal gucken, ob man da noch was hört. Ja, wie ihr hört, hört ihr fast gar nichts mehr. Das ist jedenfalls schon ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem, was Atari da original verbaut hat. Und ja, wie ich das Ganze realisiert habe, was eigentlich relativ einfach ist, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist jetzt also die Stelle, wo der neue Lüfter sitzt. Das hat sich platzmäßig einfach so ergeben, dass das ja, die geeignete Stelle ist. Mein ursprünglicher Plan war es, den Lüfter nicht auf diese Seite, sondern auf der anderen Seite hinzubauen von der Festplattenbefestigung. Damit die größte Wärmequelle, das Netzteil, ja, noch mitgekühlt wird. Nur es hat sich leider praktisch so ergeben, dass sich das nicht realisieren lässt, weil da einmal eine Gehäusestrebe noch kommt, vom Oberteil vom Gehäuse. Und ich komme auch an den Kabeln mit der Halterung nicht vorbei. Also von daher ist diese Position, wie sie jetzt ist, die am besten noch geeignet ist. Es ist durchaus möglich, mit dieser Konstruktion, die ich hier gebaut habe, auch einen 60 mm Lüfter zu benutzen, der dann in diese Richtung rüberragen würde. Nur da hätte ich nur ganz wenig Platz zu der Festplatte, beziehungsweise in dem Falle zu meinem Compact Flash Adapter. Und ich glaube, das ist mit dem Luftfluss, Durchfluss ist das nicht so besonders gut. An der Stelle, wo er jetzt sitzt, habe ich unten und oben ordentlich Freiraum und da ist, glaube ich, das mit der Luftzirkulation besser. So, ich habe zwei von den Festplattenhalterschrauben benutzt, um da Stehbolzen anstelle dessen einzubauen und die Schrauben dann wieder oben raufzusetzen. Die Stehbolzen habe ich in verschiedenen Längen, das heißt, ihr könntet den Lüfter auch noch in der Höhe ein bisschen variieren, Platz genug ist da. Den Lochstreifen, den ihr hier seht, den habe ich noch aus so einem Fundus gehabt. Das ist ein uralter Märklin-Metallbaukasten aus den 60er oder 50er Jahren vielleicht sogar schon. Und da habe ich noch alles Mögliche an solchen Lochstreifen. Und da habe ich nämlich genau die Dinge auch entdeckt, die ich brauche. Das sind zwei Vierer Lochstreifen und die passen genau vom Rastermaß ideal für diese Lösung. Ne? Ich musste nur das eine Loch, wo der Lüfter sitzt, auf 5 mm aufbauen, that's it. Also idealer hätte es gar nicht passen können. Ne? Also wenn man das anders,
Wenn ihr das nachbauen wollt, müsst ihr euch da irgendwie eine andere Strebe irgendwie überlegen. Also möglich nicht durchgehend, weil das stört den Luftfluss doch relativ stark. Und ja, da müsst ihr euch dann selber was ausdenken. Also so hat das jedenfalls hervorragend gepasst. Den alten Lüfter, den habe ich abgelötet und habe anstelle dessen einen Stecker auf die Lötstellen raufgeschlötet, dass das wirklich alles nur so eine Plug-and-Play-Lösung ist. Hier zwischen habe ich noch den sogenannten Low-Noise-Adapter von Noctua dazwischen gesetzt, also gesteckt, der die Drehzahl reduziert von 4500 auf oder 4200 auf 3700. Ist das halt ein bisschen leiser und ich denke mal, für den Luftfluss, der sollte noch ausreichend sein. Aber das wird die Praxis zeigen. Könnte ich einfach rausnehmen und das Lüfterkabel mit den Zweipol-Adapter wieder zusammenstecken, dann geht das auch. Also bin ich ein bisschen variabel, was den Luftdurchfluss angeht. Ja, ich habe in meiner Videobeschreibung nochmal meine Atari-Fotoalben verlinkt mit schön hochauflösenden Bildern. Da könnt ihr euch das alles selber nochmal angucken. Da seht ihr das alles nochmal ein bisschen im Detail, insbesondere auch hier mit dem Stecker. Ja, und ich denke mal, das wird so bleiben mit dem Lüfter. Den alten Atari-Lüfter, den originalen, den habe ich drin gelassen, weil ich wollte diesen ganzen Blechverhau nicht wieder auseinanderreißen. Das ist ein immenser Aufwand. Also da hat sich Atari wirklich Mühe gegeben, das komplett zu verbauen, das Ding da. Also der 1040er war schon heftig, aber der Falcon, der ist noch wesentlich schwieriger auseinanderzunehmen. Unten später wieder zusammenzubauen, vor allen Dingen. Ja. Das soll es dann von meiner Seite erstmal gewesen sein. Als nächstes auf dem Programm habe ich, ich wollte den Atari per HDMI mal an Monitore oder Fernseher anschließen. Und da habe ich so ein, zwei Lösungen hier. Einmal mit VGA-Verbindung, einmal mit SCART-Verbindung und da wird zu gegebener Zeit dann auch nochmal was zu kommen. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.